So, ich hoffe, dass ich Sie jetzt zu später Stunde noch ein bisschen unterhalten kann, aber meine Vorgänger haben sehr gut vorgelegt und ich hoffe, dass ich Sie noch ein wenig interessieren kann für das, was dort in diesem Fall jetzt in der Tiefe vor sich geht. Ich will mich versuchen, Sie dafür zu interessieren, was nicht in den Oberflächengewässern, die produktiv sind und wo wir auch die großen Organismen haben, sondern zu schauen, was ist in der Tiefe, da will ich Sie hin entführen. Und ich will auch versuchen, Sie am Ende sogar davon zu überzeugen, dass die ganz kleinen Organismen auch ganz wichtig sind. Und vielleicht gelingt mir das. Das sind so Bilder, die Sie alle aus Büchern kennen, aus Lehrbüchern und so weiter. Das sind so Vorstellungen wie vor 30, 40 Jahren, das auch noch aktuell war, wo man davon ausging, dass das Leben in der Tiefe ganz stark verarmt ist und nur ein paar ganz besondere Organismen dort zu finden sind, die besonders aussehen und die es sonst woanders nicht gibt. Und inzwischen hat man ein bisschen mehr aber erfahren durch Forschung und vielleicht am Anfang noch so ein paar Fakten zur Tiefsee. Wann Tiefsee beginnt, ist in verschiedenen Lehrbüchern finden Sie ganz unterschiedliche Angaben. Theoretisch ab 200 Meter verändert sich das Leben auf unserem Planeten ganz stark, weil dann ist kein Licht mehr da, keine Photosynthese. Und dann sprechen einige Leute schon von der Tiefsee, viele auch erst ab 1000 Meter, andere erst ab 3000 Meter. Aber das soll uns heute nicht weiter beschäftigen. Aber Licht ist auf jeden Fall in der Tiefsee nicht vorhanden. Was ein Problem ist für viele Organismen, meint man zumindest, das ist der Druck, der alle 10 Meter zunimmt. Ne, sodass also praktisch in der größten Tiefe, das Vityas-Tief oder Challenger-Tief, tief in der, im Marianengraben, die 11.000 Meter tief sind. Und dort würde ein Druck dann praktisch von 1100 Bar praktisch herrschen. Und da herrscht auch, das ist auch untersucht. Und etwas anderes ist auch noch besonders für die Tiefsee, dass die normalerweise eine ganz niedrige Temperatur da ist, nämlich zwischen minus 1 und 4 Grad, je nachdem, in welcher Region man sich befindet. Was auch noch wichtig ist zu wissen, oder was viele von Ihnen ja auch wissen, dass das Nährstoffangebot in der Tiefe extrem gering ist. Und wenn sich die Regionen angucken, unter denen wir die Tiefsee vermuten, blau ist hier die Wüstenfarbe des Ozeans, wie es in der Realität auch da ist. Wir haben also schon in der Oberfläche kaum Primärproduktion und da muss man noch bedenken, dass die Sedimentationszeit von Partikeln extrem lang ist. Wir haben es hier mal so aufgelistet. Praktisch kleine Partikel wie Bakterien und Protozoen und kleine Algen sind praktisch nicht sinkbar. Die brauchen 100 Jahre oder so, bis sie in der Tiefe ankommen würden, wenn sie nach unten sinken würden. Weil praktisch um die Organismen drumherum, um kleine Partikel sich ein Wasserfilm bildet, damit wären sie praktisch genauso dicht praktisch wie das Wasser drumherum. Aber sobald sie schon ein bisschen größer sind, 10 oder 100 Mikrometer, dann sinken sie aus und brauchen Tage. Oder wenn sie richtig groß sind, wie zum Beispiel die Wale oder auch Tintenfische, dann brauchen sie nur Stunden und landen unten. Aber im Prinzip also kommt dadurch, dass die Dinge sehr lange brauchen, bis sie unten ankommen, ist die Theorie zumindest, dass dadurch auch die Bakterien viel Zeit haben, die Sachen abzubauen und praktisch unten in der Tiefe nur noch wenig organisch abbaubare Substanz ankommt. Ein bisschen stimmt das also, aber ich werde das ein bisschen versuchen zu relativieren. Und dann ist noch etwas ganz wichtig, Salzgehalt und Temperatur sind ganz, ganz wichtige oder Komponenten, die das, die Eigenschaften des Wassers, vor allem die Dichte des Wassers beeinflussen. Da gibt es eine Dichteanomalie, die Sie sicher alle kennen. Das heißt, wenn das Wasser ist normalerweise, wenn es Süßwasser ist, bei 4 Grad am dichtesten, mit Salz ist es dann bei 2 oder auch ein bisschen darunter am schwersten. Und dadurch kommt es zu ganz starken Einschichtungen. Selbst wenn nur minimale Unterschiede in der Dichte sind vom Wasser, kommt es trotzdem zu ganz klaren Einschichtungen. Und wir haben hier selbst hier auch mitten im Atlantik Proben von oben nach unten genommen mit Wasserschöpfern. Und da kann man richtig genau sehen, wo einmal das Wasser aus der Antarktis kommt, was hier eingetrieben ist, weil es besonders salzhaltig ist und kalt und sich eingeschichtet hat. Und dann kann man darüber Wasser von der Arktis finden, darüber Wasser von der, wieder von der Antarktis, das Zwischenwasser. Zwischendurch kann man unter Umständen höhere Salzgehalte noch vom Mittelmeerausfluss registrieren und oben drüber ist die Warmwasserblase, die ungefähr so bis 200-300 Meter hinuntergeht, wo also die ganzen produktiven Prozesse eigentlich stattfinden. Also das ist auch noch ganz wichtig und daraus ergibt sich dieses sogenannte globale Förderband, gesteuert durch Temperatur
Und Salzgehaltsveränderung und die meisten von Ihnen wissen ja, dass hier der Golfstrom praktisch dort ein wichtiger Stimulus ist, wo praktisch das Wasser abkühlt, das abgeleitete Wasser, was hier im Nordatlantik zirkuliert, abkühlt in die Tiefe, absackt und damit praktisch ein Sog des Wassers entsteht, was dann in der Tiefe bis zur Antarktis geht, da sich vermischt und dann entweder in den Pazifischen Ozean oder in den Indischen Ozean geht und dort wieder auftreibt, sich erwärmt. Hier ist praktisch eine große Schwelle in der Tiefsee, sich erwärmt und dann hier weitergeht. Und die Studenten, die haben schon vorhin gerade von Findet Nemo gesprochen, ne? In dieser Region, wo das spielt, da sieht man immer schön, wie die Schildkröten und die ganzen Haie da im Jetstream sind und strömt praktisch das Oberflächenwasser relativ flach praktisch an den Korallenriffen dort vorbei. So, dann gibt es Anpassungen der Organismen, die eigentlich auch gut bekannt sind. Das eine ist zum Beispiel Biolumineszenz, da zeige ich mal hier gerne so ein kleines Filmchen, was wir mal auf dem Atlantik geschossen haben, wo jetzt mal ein Kalmar, der in der Nacht an die Oberfläche gekommen ist zum Fressen, wo man hier richtig sieht, welche Menge von Licht auch wirklich produziert wird. Und viele Organismen nutzen Lichtsignale, die sie erzeugen über Bakterien. Das ist eine Symbiose mit Bakterien, die dann Glucose bekommen und dann feuern und das alles zur gleichen Zeit machen und dadurch tatsächlich so eine Helligkeit hier. Also ist alles von diesem Chromatophor hier erzeugt. Oder sie können sich zum Beispiel, das ist auch eine interessante Sache, dass die praktisch so viel Chromatophoren haben oder die Aktivität so ist, gesteuert wird, dass Fische von unten gegen den etwas helleren, die hellere Oberfläche praktisch diese Beutetiere da nicht so leicht sehen können, so wie das bei Insekten im Süßwasser auch eine helle und eine dunkle Seite haben, so könnt ihr sich da auch praktisch schützen. Oder dass man in der Tiefe ganz klein sein sollte, um möglichst wenig Nahrung zu benötigen, um zu überleben. Und auf der anderen Seite auch seltene Beutekontakte dann nutzen kann, dass sie also Riesenmäuler haben, teilweise sogar das ganze Tier fast nur aus dem Magen besteht. Und aber da wird dann auch immer gern übertrieben, auch wieder aus Nemo hier, ne? Da, hier ist der kleine Nemo, kann man sich vorstellen, theoretisch müsste der so groß sein, aber wir haben ihn selbst gefangen, dieses Tier hier, das ist also nur so groß und auch der Anglerfisch hier beispielsweise war auch nur 3 cm groß, nur dass man da auch die richtige Relation hat. Und dann haben sich angepasst auch an die Sedimentation von organischem Material, wie zum Beispiel hier die Haarsterne, hier sieht man hier aus der Türkei, vom Senckenberg-Museum hier, der hier so einen Haarstein in der Hand hält. Hier sind praktisch oben die Tentakel und hier ist der lange Stiel, auf dem diese die Haarsteine sitzen. So, die Frage, wir haben schon viel über Ungeheuer gehört und das Bild haben Sie auch schon gesehen. Warten manche Leute, ein guter Bekannter von mir, auf den Azoren, der Herr Jakobsen, der auch gerne ein Architeut, das beispielsweise filmen möchte, ist es also sehr aufwendig und man muss also viel Glück haben. Hier haben wir zum Beispiel Expeditionen im Mittelmeer gemacht, zusammen mit schottischen Kolleginnen, die praktisch Tiefseehaie untersuchen wollten. Und die haben das folgendermaßen gemacht, die haben dann einfach einen Köder ausgelegt, der ist hier auf 2000 Meter Tiefe exponiert und dann eine Kamera oben drüber, die alle 20 Sekunden Blitzlicht macht und tatsächlich ist es so ein Tiefseehai mit 6 Kiemenspalten dort gekommen, aber auch da sehen Sie, der ist, Sie sehen, das ist ungefähr ein Meter, der ist auch nicht extrem groß, ne? Das sind also keine Riesengiganten, weil das ist einfach, dafür ist gar nicht genug Energie da, da müssen Sie zu große Wege zurücklegen, um praktisch die Respiration auszugleichen. So, was ist jetzt in den letzten Jahrzehnten, also seit dem Bild, was ich am Anfang gezeigt habe, so passiert? Ganz viel hängt mit dem technischen Fortschritt zusammen. Dadurch sind ganz viele Dinge möglich geworden und die Forschungsschiffe werden immer moderner und besser. Die 3 großen Forschungsschiffe oder die 2 sind es eigentlich nur, die vor allen Dingen für die Tiefseeforschung gebaut worden sind. Das ist einmal die Polarstern, die die Arktis und Antarktis immer bereist und die auch Tiefenuntersuchungen machen kann. Und dann die Meteor, die im Atlantik ihr Zuhause hat und eigentlich auch nur ganz selten nach Deutschland zurückkommt. Und dann, das ist die alte Sonne, da waren wir vor 3 Jahren auf dem Pazifik und hier ist die neue Sonne, die ist jetzt gerade im Dezember in Dienst gestellt worden und da hatten wir das Glück, dass wir die erste Expedition damit machen konnten.
Schiffe, die extrem oder extra für diese Tiefseeuntersuchung ausgerichtet sind. Ich komme da gleich noch drauf. Und dann, kann man jetzt nicht so gut sehen, aber zum Beispiel Tauchroboter, das sind Dinge, die man braucht, um praktisch dann auch einzelne ganz detaillierte Untersuchungen durchzuführen. Das sind hier so ein paar Punkte, wo nachher Bilderchen, die ich zeige, ein bisschen auch herkommen. Das heißt, einmal haben wir Expeditionen mit der Meteor gemacht im Atlantik, mit der Sonne neu, im Atlantik und mit der alten Sonne im Pazifik und haben auch verschiedene andere Dinge genutzt. Hier sieht man so von der Seite jetzt die neue Sonne. Dieser ganze Bereich ist fast nur Winden praktisch mit großen Kabeln, denn das ist das Teure und auch das Schwere an so einem Schiff. Da müssen ja, wenn man aus 11.000 Meter Tiefe Proben nehmen will, braucht man wenigstens 13.000, 14.000 Meter Kabel, ne? Das ist extrem schwer. Da möchte man da drin auch noch elektronische Leitungen und so etwas haben, das sind also ganz spezielle Kabel. Und sie müssen auch ganz gut manövrierfähig sein. Die können auf dem Ozean auf 3 Meter genau das Schiff positionieren, diese Forschungsschiffe. Die haben dann Bugstrahlruder, heißen die, glaube ich, weil den fachmännischen, ja, Bugstrahlruder, nickt unser Dekan, unser stellvertretender Dekan. Und so am Heck und am Bug, das sind also, da sind die Schiffe extrem gut ausgerüstet und das braucht man auch, weil man sonst nie auf den gleichen Punkt zum Beispiel eine Probe wieder zurücknehmen kann. Und dann eine ganze Reihe von Equipment, was aber dann die Forscher immer auf diese Schiffe dann immer wieder bringen. Das Schiff ist fast leer, mit Ausnahme von ein paar Standarddingen. Das wird, vielleicht kann ich das hier auch nochmal zeigen, hier stehen Container drauf. Das funktioniert so, diese Forschungsreisen, dass praktisch Container in Deutschland gepackt werden, die transportiert werden an einen Hafen, in dem das Schiff die wissenschaftliche Besatzung wechselt und dann wird das Schiff praktisch für die jeweilige Expedition ausgerüstet, weil das Schiff ja nicht als Lagerstätte dienen kann, weil dafür ist es viel zu aufwendig. Und es gibt, heute arbeitet man nicht mit normalen Planktonnetzen mehr, sondern mit Schließnetzen, weil es jede Stunde ist teuer an Bord. Und das Netz wird zum Beispiel, wenn wir auf 5000 Meter Tiefe, was normalerweise unter der Tiefseeboden etwa tief ist, dann öffnet das automatisch in verschiedenen Regionen, schließt dann wieder, sodass man am Ende nachher praktisch das Plankton aus jeweiligen verschiedenen Tiefenstufen hat. Es gibt so eine sogenannte CTD-Sonden, das heißt, wo Leitfähigkeit und Temperatur und die Tiefe registriert werden, wo auch viele andere Parameter inzwischen auch noch, teilweise Nährstoffe und so etwas registriert werden. Wir haben Multicorer, nennt sich das, das sind einfach Plexiglasröhren, es muss immer an Bord immer relativ mechanisch einfach sein, damit das auch wirklich funktioniert, auch in 5000 Meter Tiefe, auch wenn unter Umständen mal die Verbindung abreißt, muss das funktionieren, wenn es irgendwie geht und auch bei starkem Wellengang. Das sind die in Erde geschoben, in den Sediment geschoben werden. Dann gibt es so Automatic Underwater Vehicle, nicht bloß die Tauchroboter, die an einer Leine oder an einem Kabel befestigt sind, besser gesagt, sondern es gibt inzwischen auch so seit 5 Jahren ungefähr diese selbstgängigen Roboter, die programmiert werden müssen und dann hoffentlich auch zurückkommen. Man hat unter Wasser ja nur die Möglichkeit, nicht über Funk, sondern da muss man, wie wir das schon gerade gehört haben, mit Schall arbeiten und die können erst wieder, wenn sie an die Oberfläche kommen, die haben auch dann solche Notausrüstungen, dass wenn sie an die Oberfläche kommen, dann Signale wieder über Funk senden, dann kann man die über Handykontakt dann wieder orten. Hydroakustik wollte ich sagen, das Wort, das fiel mir gerade nicht ein, weil wir gerade so viel darüber gehört. Und das nutzt man, das, was die Wale können eigentlich die ganzen Signalgeber noch gar nicht so gut. Denn der Meeresboden, der 5000 Meter entfernt ist, ist viel, viel genauer zu untersuchen, wenn man das zum Beispiel direkt in 50 Meter Entfernung macht. Was zum Beispiel die Geologen machen, die nutzen diese AUVs, um
praktisch dann aus direkter Nähe praktisch den den Meeresboden abzuscannen und dadurch dann auch tatsächlich ein gutes dreidimensionales Bild zu bekommen. Dann gibt es Länder, wo also auch Experimente durchgeführt werden können, die man also mehrere Tage oder Wochen und Monate auch auf dem Meeresboden lässt und Sediment fallen und solche Dinge. Ja, das was, da komme ich jetzt gleich zu einem ganz wichtigen Punkt, den man so vor Ende der 70er und in die 80er Jahre hinein sehr intensiv untersucht hat, das waren diese mittelozeanischen Rücken, die immer dort entstehen, wo die ozeanischen Platten auseinandergehen, beziehungsweise auch in der Mitte dieser ozeanischen Platten. Man muss dazu sagen, dass die ozeanischen Platten praktisch nur ungefähr so 7 Kilometer dick sind, während die, müssen die Geologen schicken mich vielleicht nach Hause, wenn ich das jetzt ungenau sage, aber so ungefähr 50 Kilometer sind die Kontinentalplatten etwa dick. Das heißt, das ist ein Riesenunterschied in der Dicke dieser Schichten. Und was hier entwickeln sich durch Magma praktisch Divergenzzonen, die praktisch hier Magma in die Nähe, die praktisch die Erdkruste oder die Ozeanplatten, praktisch die ozeanischen Platten auflösen, wodurch Magma nach oben kommt, vulkanische Aktivität gerade immer in den zentralen Bereichen der Ozeane praktisch stattfindet und diese ozeanische Schicht wandert langsam unter die Platten, wandern unter die Kontinentalplatten. Das sage ich deshalb, weil das ganz wichtig ist, nämlich in diesem Bereich haben wir sehr viel, wird Wasser, was hier praktisch in diesem Bereich eindringt, versorgt mit reduzierten Substanzen und diese reduzierten Substanzen haben natürlich die Eigenschaft, wieder, wenn Sauerstoff da ist, wieder oxidiert zu werden, da komme ich gleich dazu. Und zum anderen erzähle ich das auch, weil in diesem Bereich hier dann auch die Tiefseegräben entstehen. Normalerweise ist der Tiefseeboden relativ konstant zwischen 4.000 und 6.000 Meter tief, mit Ausnahme dieser mittelozeanischen Rücken. Und in dem Bereich unter den Kontinentalplatten wo sind sogenannte Subduktionszonen, wo praktisch dann sogar Tiefen eben bis 11.000 Meter entstehen. Aber das sind nur sehr kleine Teile des Meeresbodens. Der allergrößte Teil hat diese mittlere Tiefe, so bei 4.000, 5.000 Meter Tiefe. So, und das, was man in den, wo man also jetzt sehr viele Untersuchungen dann in den letzten Jahrzehnten gemacht hat, ist, dass man also diese mittelozeanischen Rücken untersucht hat und da hat man solche sogenannten Black Smokers entdeckt, die dort entstehen, wo also dieses Wasser, was praktisch mit dem Magma praktisch oder mit Magma verbundenen Schichten in Berührung kam, wo reduzierte Substanzen gelöst sind, die dann aufgewärmt werden, dadurch treiben sie auf, weil sie leichter werden, enthalten praktisch die gesamten reduzierten Substanzen, kommen mit dem Sauerstoff der Tiefsee in Verbindung und werden spontan oxidiert. Und in diesen Bereichen, und das war dann für die Biologen das Besondere, hat man viel Leben in einem Bereich gefunden, auch große Tiere, die man da überhaupt nicht erwarten würde, weil ja keine Nährstoffversorgung eigentlich von der Oberfläche stattfindet. Und da war das Erste zunächst, dass die Mikrobiologen daran gegangen sind, festgestellt haben, dass teilweise extreme Temperaturen toleriert werden. Man denkt ja sogar, dass in diesen Regionen möglicherweise auch eine Entstehungsmöglichkeit für unser Leben gewesen ist. Und was die Mikrobiologen festgestellt haben, ist, dass die Bakterien praktisch die Oxidationsenergie, die praktisch entsteht, wenn praktisch die reduzierten Substanzen oxidiert werden und die sie nutzen zur CO2-Einbau, dass dies durchaus zu einem ganz erheblichen Anteil dieser Bioproduktion beiträgt. Und es gibt da ganz spannende Sachen, Riesenmuscheln, Calyptogena heißen die, die bis zu 70 cm groß werden. Ich kenne sie allerdings auch nur aus Sammlungen. Und im Kiemenepithel hier von diesen Muscheln leben symbiontische Bakterien. Diese symbiontischen Bakterien haben einen großen Vorteil, wenn sie in der Symbiose leben mit den Muscheln, weil sie nämlich die Chance haben, an einem und demselben Ort sowohl reduzierte als auch reduzierende Bedingungen als auch oxidierende Bedingungen zu finden. Da wird nämlich über das Muschelgewebe praktisch mit dem Fuß, mit dem die in dem reduzierten Ozeanwasser sitzen, praktisch
werden Sulfide und so etwas in die Zellen, in die Kiemenzellen hineingebracht. Die Kiemenzellen sind exponiert zum Sauerstoff, sodass die Bakterien praktisch hier die Oxidationsenergie nutzen können und organische Substanzen produzieren und produzieren so viel, dass dann den Muscheln so viel zur Verfügung steht, dass sie richtig gut wachsen können. Und das sind dann andere Organismen, die von denen wieder leben. Wir haben jetzt bei der letzten Expedition, das wollten wir zusammen mit den Geologen auch Bereiche finden. Da sind wir praktisch hier von, mit der neuen Sonne, hier praktisch von den Kanaren aus über die Kapverdischen Inseln, über die sogenannte Vema Fracture Zone bis hier hinten zu dem Puerto Rico Graben gefahren. Und in diesem Bereich, in dieser Fracture Zone hier, dort gibt es praktisch eine Lücke zwischen dem Ostatlantik und dem Westatlantik. Und wir wollten versuchen rauszukriegen, ob diese Lücke praktisch dazu beiträgt, dass die Tiefenpopulationen von verschiedenen Meerestieren, vor allen Dingen von Krebsen, Muscheln und aber auch von Protisten, ob die dadurch leicht ausgetauscht werden und eventuell dort die einzelnen Tiefseebecken dann in ihrer Diversität sich unter Umständen ausgleichen. Und was die Geologen vor allen Dingen auch machen wollten, die wollten in diesen Bereichen, die also weiter weg von dem ozeanischen Rücken sind, schauen, ob nicht auch dort Hydrothermal Vents auftreten, weil man in letzter Zeit, je genauer man den Meeresboden untersucht, auch in diesen Regionen gefunden hat, dass da Ventsysteme entstehen. Und das wurde dann mit abenteuerlichen Methoden, mit Wasserschöpfern, die dann vom Schiff hin und her gezogen wurden, mit den Sonden und eben auch mit dem AUV, untersucht. Und wir haben Zonen gefunden, die Temperaturanomalien zeigten, aber wir haben im Endeffekt noch nicht so viel Zeit gehabt, die genaue Stelle nachher ausfindig zu machen, sodass wir uns auf unsere Hauptaufgaben nachher konzentriert haben. Die Mikrobenökologen haben dann festgestellt, dass diese Bakterien, die praktisch die in der Lage sind, praktisch die Oxidationsenergie zu nutzen, nicht nur als Symbionten auftreten, sondern eben im gesamten Meeresboden, überall da, wo Grenzen zwischen anaeroben und aeroben Bereichen auftreten und da richtig nennenswert auch zur Produktion in der Tiefsee beitragen können, also nicht nur an diesen Hydrothermal Vents. Das ist also ein ganz wichtiges Ergebnis der letzten Jahre. Dann, das ist hier so ein Bild, was durch Epifluoreszenzmikroskopie gewonnen wurde, wo Bakterien Fluoreszenz markiert sind, wo die DNA Fluoreszenz markiert ist, sodass man praktisch bloß lebende Partikel praktisch sieht. Und Sie sehen, dass die Abundanz sehr viel höher ist. Als früher hatte man mit Plattengussverfahren und so etwas gearbeitet. Man weiß also heute, dass eine enorm hohe Abundanz, also hohe Individuendichte da ist. Und was Sie hier sehen, mal so einem lebenden Bild den Bakterien zugeschaut, die können in der Morphologie und in der Größe, in der Bewegung und so weiter so unterschiedlich sein, wie das Gras und Bäume oder Algen und Bäume sein. So unterschiedlich können also auch die einzelnen Bakterien sein. Was man unter anderem auch vermutete vor 10 Jahren, wenn Sie sich an das Buch von Frank Schätzing, haben sicher viele von Ihnen auch gelesen, der hat ja von dem Methanhydrat gesprochen und ich habe das hier mal, das ist das Methanhydrat und Professor Bormann kommt in dem Buch auch vor von Schätzing und deshalb habe ich den mal gefilmt, wie er Methanhydrat hier zeigt. Unter starkem Druck oder unter Druck und niedrigen Temperaturen ist Methanhydrat fest. Und die Hypothese vor 10, 12 Jahren war, dass zum Beispiel viele von den Kontinentalhängen praktisch verfestigt sind durch dieses Methanhydrat und dadurch unter Umständen eben auch Probleme auftreten, wenn zum Beispiel dieses Methanhydrat abgebaut wird. In dem Falle vom Schätzing waren es dann die Polycheten, so Riesenpolycheten, die die Bakterien eingebracht haben und dann zum Abbau dieser Methanschicht geführt haben. Und dann eben zu Tsunamis beispielsweise geführt. Inzwischen weiß man, dass dieser Anteil von Methanhydrat nicht so hoch ist, wie man das früher dachte. Also man muss schon genauer suchen, das ist nicht in allen Regionen da. Aber das wird eben auch schon abgebaut zur Energiegewinnung inzwischen durch Mikroorganismen gebildetes Methanhydrat. Bei dieser Suche nach oder bei dem Interesse, beginnenden Interesse nach der Oberflächenstruktur unseres Planeten hat man also sehr viel genauere Karten aufgestellt. Die sehen noch viel genauer aus als dies hier, aber diese Abbildung gefiel mir so gut, wenn man hier sieht, was ich hier zeigen will. Oh, es fehlen da oben die Punkte. Doch, man kann sie ein bisschen sehen. Man hat festgestellt, dass es eben nicht nur praktisch an dem mittelozeanischen Rücken
Berge gibt, sondern praktisch über den gesamten Kontinent verteilt, weil die Berge sukzessive zu den Kontinenten hin verdriftet werden auf den ozeanischen Platten, und so dass man ungefähr so 100.000 etwa Seeberge hat, kommt darauf an, was man als Seeberg zählt, praktisch Erhebungen über dem Meeresboden, die mehrere tausend Meter hoch sind, und viele von denen kommen bis kurz unter die Oberfläche, also vielleicht in 200, 300 Metern unter Umständen enden die, was für die Schifffahrt dann nicht weiter dramatisch ist, aber für die Organismen was ganz Besonderes ist. Einige kommen dann hoch, wie hier bei den, auf den Azoren, hier bis über das Wasser, Wasseroberfläche. Aber diese Seeberge haben die Besonderheit, dass praktisch die Tiefenströmungen, ich hatte ja vorhin erzählt, nicht, oder wissen das ja auch, dass Tiefenströmungen überall auf unserem, auf dem Meeresboden da sind, mehr oder weniger stark, je nach der Region, die stoßen praktisch gegen diese Erhebungen, und es kommt zu Auftrieb. Und dieser Auftrieb führt dann noch zu einer Erhöhung der Geschwindigkeit, und in diesen Bereichen leben also viele Organismen, die von dem reduzierten Plankton, was in der Tiefe nur da ist, weil ja weniger Nahrungsangebot da ist, aber immerhin, dadurch, dass ständig hier Versorgung mit Plankton da ist, sind diese Regionen also ganz stark besiedelt. Sie leben, sind dann auch im engen Kontakt, näher dran zu dem sedimentierenden Material von der Oberfläche. Und man weiß inzwischen, dass diese Seeberge also eine ganz, ganz wichtige Funktion auch für die Biodiversität auf unserem Planeten spielen, weil sie zum Beispiel als Trittsteine für Littoralfauna beispielsweise, die praktisch nur angepasst ist, auf etwa in 200, 300 Meter Tiefe zu leben. Die Entfernung von einer Küste zur anderen mit mehreren tausend Kilometern sind kaum zu überwinden, aber dadurch, dass Seeberge da sind, die auch Lebensbedingungen ermöglichen, hat man festgestellt, dass das ganz wichtige Trittsteine sind. Und diese Seeberge haben dann, und das ist auch etwas Neues, was man gefunden hat, habe ich hier auch mitgebracht, Kaltwasserkorallen. Sie alle kennen die Korallen, die praktisch auch als biologische Baumeister auch geologische Prozesse mit beeinflussen sogar. Auf diesen Seebergen, das ist der Meteor Sea Mount hier in der Nähe vor den Azoren beispielsweise, eine riesen, eine große Dichte von Korallen und von Fischen und so weiter, also unwahrscheinlich hohe Diversität und auch eine hohe Abundanz. Und wenn man sich vorstellt, dass das 100.000-fach auf unserem Planeten ist, merkt man, was man da alles auch so unterschätzt hat in der Vergangenheit. Das ist also auch ein wichtiges Forschungsgebiet im Moment. An so einem Seeberg haben wir selbst, weil wir gesagt, uns sehr interessiert hat, es ist ganz schwer, auf diesen Seebergen gut Proben zu nehmen, muss ich vielleicht dazu sagen, weil das ja, grobes Material ist, was man also mit einem Korer, mit so einem Plexiglasrohr oder sowas ganz schwer rauskriegen kann. Man könnte höchstens mit einem Tauchroboter, das ist aber immer meistens sehr teuer und nur für Protozoologen, nehmen die nicht extra so einen ganz teuren Tauchroboter mit, um nach den kleinen Organismen auch schauen zu können. Und da habe ich in einem WDR5-Interview den Herrn Jakobsen gehört, und den habe ich ihn gleich angeschrieben, der in einer Stiftung der Nicola Foundation tätig ist und praktisch ein U-Boot gebaut hat, das bis auf 1000 Meter, erst auf 500, jetzt hat er eins, was auf 1000 Meter Tiefe hinuntergeht. Und wir hatten gemeinsame Interessen, um praktisch hier solche Seeberge dann auch nicht nur fotografisch, sondern auch biologisch zu untersuchen, gerade was die kleinen Organismen anbelangt. Das ist die Alex Schönle, die mit dabei war, mit einem U-Boot, das wirklich so aussieht wie bei James Bond, aus einem Katamaran heruntergelassen wird. Und ich habe versucht, jetzt hoffentlich nicht zu lang, ein paar Sequenzen Ihnen zu zeigen. Hier sehen Sie etwas Wichtiges, was ich vorhin etwas übersprungen bin. Das ist sogenannter Marine Snow. Und je weiter man wieder in Bodennähe kommt, sehen Sie, dass dann das Plankton auch sehr viel reicher ist. Das waren jetzt zum Beispiel Euphausia 10 unter anderem dabei. Direkt am Boden, das ist jetzt auf 500 Meter Tiefe, haben wir also relativ reiches Leben. Das kommt, ist jetzt angereichert durch, sehen hier einen Rochen auch, angereichert natürlich dadurch, dass einige Organismen natürlich dem Licht zuwandern. Der Herr Jakobsen hat hier auch Greifarme an seinem U-Boot, und wir haben gleich etwas konstruiert, um praktisch aus der Tiefe, das hat auch zumindest teilweise ganz gut mit relativ einfachen Mitteln zunächst mal als
Prototyp auch ganz gut funktioniert, wo wir also aus der Tiefe dann auch Bodenprobe genommen haben und praktisch da die Möglichkeiten haben, praktisch an dem Kontinentalabhang, an so einem See, an einem Seamount praktisch die Dinge zu bekommen. Ja, das ist jetzt alles ein bisschen verwackelt, weil der Herr Jakobs mir die Kamera in die Hand gedrückt hat und ich kein Kameramann bin, aber Sie sehen, erkennen Organismen wieder, das ist eben eine Krabbe, die sich Paramola heißt die, und Sie sehen hier an dem Seeberg dann vulkanisches Gestein, Sedimentationsregionen, Seeigel, das ist hier ein Eberfisch, dazwischen Schwämme und hier Korallen und Schwämme, die praktisch in relativ großer Dichte, und bedenkt, dass dort von oben, ja auch die Azoren sind praktisch relativ, nicht, haben keine extrem hohe Nährstoffkonzentration, hier ein Konga-Aal, alles in 500 Metern Tiefe. Hier hat sich Paramola-Krabbe hier, ich bin ein Rochenei oben drauf gelegt, etwa diese Größe ungefähr. Schon. Ja. Fische, die sowohl im Oberflächenwasser als auch in tiefen Regionen vorkommen, das, man kann ja gar nicht genug davor warnen, man staunt ja immer, dass Tiefseefische inzwischen auch für unsere Ernährung herangezogen werden, man weiß, wie gering die Produktivität in der Tiefsee ist, das ist also völliger Unfug, natürlich eigentlich davon zu leben, weil man nur Raubbau betreibt, weil es gar nicht nachwachsen kann. Hier sehen wir Taschenkrebs beispielsweise, wir Schwämme, Korallen, und dann wollte ich, jetzt geht es ein bisschen langsam, jetzt wollte ich Ihnen noch zeigen, ja, hier sieht man auch so ganz schön auch die Vielfalt, die praktisch auf engem Raum da ist und obwohl es, wie gesagt, 500 Meter tief ist. Wir sind dann mit dem U-Boot weiter aufgestiegen, auf die Kuppe von so einem Seamount. Das werden wir jetzt gleich erreichen, und dann veränderte sich mit Mal die Korallenwelt, und da ist eine Koralle, diese Eguchi Psammia heißt die, die praktisch dann ein Riesenmeer praktisch in einer Region, die offensichtlich von Wasserströmungen besonders gut versorgt wird und mit Plankton gut versorgt wird, die also gelbe Polypen hier hat, die etwa diese Größe, also diese Länge haben, also viel größer als das, was wir sonst von den Korallen kennen, die wir in den oberen Gewässerbereichen haben. Normalerweise können die Korallen ja nur bis in 10 Meter ungefähr wachsen, ein bisschen tiefer geht es auch, aber das, die Hauptproduktion sind oberen 1-2 Metern. Diese Kaltwasserkorallen können also sehr gut auch ohne Symbiosen leben, wie man ganz gut sieht. Und inzwischen, je mehr man diese Korallen untersucht hat, je mehr findet man natürlich unterseeische Riffe. Und das Boot hat ja außerdem noch die Möglichkeit, dass man praktisch auch direkt Wasser aus der Umgebung abnehmen kann. Und dann haben wir das unter dem Mikroskop auch gleich untersuchen können. Und das auch erstmal ausprobiert, weil wir hoffen, dass wir da nochmal mit einem Projekt das sehr viel intensiver machen können. Und inzwischen weiß man, dass eben die Kaltwasserkorallen, also mindestens wahrscheinlich, nehme ich mal an, genauso viel Biomasse oder Kalk, nicht Biomasse, sondern Kalkmasse haben, wie das mit den oberflächlichen Korallengebieten der Fall ist. Hier sieht man ganz schön, wenn man jetzt noch mal ein bisschen hinguckt, wie die Strömung hier direkt am Abhang hier, kann man das sehen? Ja, doch, man erahnt es hier, ne, dass die Wasserströmung hier drüber geht und die wird also dann von den Korallen hier genutzt, also der Inhalt des Plankton vor allen Dingen, was die also zum Wachstum gebrauchen. Kollegen aus Herr Freiwald hat zum Beispiel auch Untersuchungen gemacht und die auch das Alter praktisch von Korallen untersucht. Die sind teilweise extrem alte Skelette auch dabei, ne? Die werden also auch teilweise sehr alt, aber die Skelette, die dort liegen, das sind also Dinge, die dann auch sehr lange dort überdauern. So, dann kommen wir zu etwas, was ich an vierter Stelle noch nennen wollte, und das ist mikrobielle Ökologie.
nur Bakterien, die man in ihrer großen Bedeutung gefunden hat, und Seeberge und Korallen, sondern was man auch gefunden hat, dass Bakterien eingebettet sind in so ein sogenanntes mikrobielles Nahrungsgewebe. Und das ist hier für das Oberflächenwasser gezeichnet, wo man also praktisch eine Lupe auf das normale Plankton draufsetzt und dann aufmerksam macht, dass man eben nicht nur Hüpferlinge und also Copepoden und alle möglichen Thaliazeen oder so etwas sieht, sondern auch nach sehr kleinen Organismen guckt, die nur wenige Mikrometer groß sind. Und das, was man festgestellt hat in den letzten 10, 20 Jahren, ist, welche große Bedeutung eben sehr kleine Einzeller, heterotrophe Einzeller, nicht nur Algen, sondern dann auch Protozoen, Flagellaten und Ziliaten, wobei ich nachher gleich nochmal ein Plädoyer dafür machen will, dass man Flagellaten und Ziliaten vorsichtig auch in der Schule verwendet, weil das tatsächlich bloß morphologische Begriffe sind und eigentlich 100 Jahre alt sind, aber schon seit 50 Jahren überholt. Aber morphologisch Organismen, die praktisch von den Bakterien leben können und praktisch fast genauso schnell sich reproduzieren können und damit auch die Bakterien kontrollieren können. Dinge, die man eigentlich ganz gut in der Schule auch nutzen kann, weil man das Leben im Wassertropfen untersuchen könnte. Da reichen manchmal die Mikroskope nicht aus, aber heutzutage mit Videomikroskopen kann man mit einem Mikroskop auch schon eine ganze Klasse unterhalten. Und da sich in Zukunft auch diese Dinge auch in den Schulunterricht schneller einbringen. Bei diesen Dingen, die man untersucht, hat man festgestellt, dass Protozoen, Einzeller, hier ist eine Foraminifere, die zu den Rhizariern gehört, dass die, dass ein sehr großer Teil davon auch symbiontisch lebt, dass also ganz viele von den Tieren, die im Pelagial in der Oberfläche zumindest leben, so wie die Korallen, die in der Oberflächenbereich leben, Symbionten haben. Hier sieht man die ganzen symbiontischen Algen, die hat ein Kalkskelett innen drin, hier sieht man das ein bisschen angedeutet. Und wenn wenig Nahrung da ist, dann hat sie ihre Sonnenkollektoren. Und wenn wenig und wenn sie die Möglichkeit hat, so einen Planktonorganismus zu fangen, eben sie festkleben kann, dann hat sie praktisch Nährstoffeintrag und davon leben dann die symbiontischen Algen und haben davon wieder was, sodass das ein System ist, was sich nicht nur bei Korallen bewährt hat, sondern einen ganz großen Teil oder die Hälfte bei den Wimpertieren, also mit Ziliaten im offenen Ozean, sagt man, dass die Hälfte aller Ziliaten Symbionten hat. Und bei den Foraminiferen sind das alle, die in pelagisch leben, und dazu, das zeige ich hier, zum Beispiel auch Radiolarien. Hier so ein schönes Teil, was hier der Herr Heckel schon bei seinen Kunstformen der Natur hier, das ist diese Art hier, gezeigt hat. Und auch die, hier ist das Plasma hier zu sehen. Wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie, dass da ein leichter Schatten, bräunlicher Schatten ist. Das sind auch symbiontische Algen. Ganz interessant für diese kleinen Organismen, das hat man auch gar nicht berücksichtigt. Ich hatte vorhin gezeigt, auch in dem Filmchen mit dem U-Boot, dass dort praktisch so wie so Schnee zu sehen ist. Und dieser Schnee sind organische Partikel, etwas, was man auch erst in den letzten Jahren richtig quantifiziert hat. Das nennt sich Marine Snow, weil die Taucher das zuerst entdeckt haben und dann einzelne Aggregate eingefangen haben, sich angeschaut haben. Und diese Aggregate sind praktisch wie Benthos für diese kleinen Organismen, sind das 10, 20 Mikrometer oder auch 100 Mikrometer große Zusammenballungen von organischem Material, ist zunächst erstmal ein gutes Substrat für Bakterien, und diese Bakterien werden sofort wieder abgeweidet von benthischen, also bodenlebenden Protozoen, sodass praktisch dort kleine Benthos-Gemeinschaften praktisch nebeneinander im Pelagial 5000 Kilometer oder 3000 Kilometer von der nächsten Insel oder so etwas entfernt passieren, und sie finden die gleichen Organismen, die sie auch auf dem Meeresboden teilweise finden. Und das spielt natürlich für den Abbau zum Beispiel von solchen sedimentierenden Substanzen, die also dann in die Tiefsee nachher wandern, natürlich auch eine große Rolle, weil die Bakterien noch stärker zum Abbau angeregt werden, wenn sie selbst befressen werden. Die bleiben praktisch immer in der exponentiellen Wachstumsphase. So, und an so einem Schema hier, das finde ich immer ganz schön, von dem Herrn Magalev, schon ein bisschen alt, aber zeigt das immer noch sehr schön, dass man nicht nur nach der Biomasse der Organismen gucken muss, sondern nach dem, was sie umsetzen pro Zeiteinheit. Und das hat er hier mit so einem Getriebe symbolisiert und gezeigt, dass praktisch zum Beispiel die Algen, und wenn wir Bakterien und Nanoprotisten noch dazu nehmen, weil die damals noch nicht so aktuell waren, wo sich das vielleicht alle halbe Tage schon sogar drehen würde, so eine praktisch so ein Rad,
dann dreht sich das eben bei den größeren Organismen sehr langsam. Das meint also im Prinzip die Generationszeit der Organismen. Das heißt, wenn wir wirklich wissen wollen, was pro Zeiteinheit produziert wird, dann müssten wir praktisch diese Biomasse, die hier aufgetragen ist, praktisch durch diese Umsatzraten oder diese Generationszeiten teilen. Und dann können wir die Sachen miteinander vergleichen. Also wir müssen diese 10.000 durch 2 teilen, dann haben wir 5.000 Kilogramm pro Quadratkilometer und wir müssen diese 5.400 dann durch 180 teilen, dann haben wir 300 oder so etwas Kilogramm. Und dann merken Sie, dass also das stimmt, was man immer im Kopf hat, dass natürlich in den unteren ja, also an den, von der Primärproduktion bis zu den späteren Konsumenten dann natürlich die Produktivität abnehmen müsste, ne, weil ja immer Energie verloren geht. Aber man sieht daran auch, welche große Bedeutung beispielsweise kleine Organismen haben, die also dann ein Vielfaches, um Größenordnung mehr praktisch an Abbauleistung tun, wie das die größeren Organismen tun. So, und das ist so ein Schema von Organismen, die im Meer so vorkommen, und das ist der Tree of Life, den man vielleicht nicht so gut in der Schule zeigen kann, aber was ich vielleicht zeigen kann, also hier nimmt man an, dass aus Prokaryoten dann irgendwann der erste richtige Eukaryote, also der erste richtige Einzeller entstanden ist. Aus einzelnen Algen sind unter anderem Bäume und die höheren Pflanzen entstanden. Und aus einer Gruppe von Einzellern, nämlich den Kragen-Geißel-Flagellaten oder Chaane-Flagellaten, sind die Metazoen entstanden. Aber die ganzen anderen Zweige, die Sie hier sehen, auch die beinhalten alle Protozoen. Die sind untereinander viel weiter entfernt, genetisch und in der Evolution, als zum Beispiel die Chaane-Flagellaten von den Menschen beispielsweise. Das sind Dinge, die jetzt ganz gesichert sind. Bis vor 10 Jahren ist das immer noch mal hin und her gegangen, welche Gruppen wie zusammengehören. Aber dass man jetzt manchmal bei Einzellern immer nur von Flagellaten und Zeliaten und von Amöben spricht, das entspricht also praktisch dem Wissen von vor 100 Jahren, das ist gut, wenn man das so langsam auch versucht auszumerzen. Das Schöne ist, dass man durchaus noch Bezüge dazu hat. Einige Amöben sind tatsächlich vereint in so einer Amöbozoengruppe. Und zum Beispiel die Ziliaten sind als diese, auch eine als monophyletische Gruppe auch erhalten, aber alle anderen Gruppen sind sehr weit molekular in der Evolution voneinander entfernt. So, was man normalerweise macht, heutzutage ist, dass man Material aus der Tiefsee nimmt und das molekular untersucht. Das hat ja Frank Scheckenbach bei uns gemacht. Und man sieht dann, dass eine ganz große Vielfalt von Einzellern praktisch dort in der Tiefe vorhanden ist. Große Diversität, aber wir wissen immer noch nicht, was da unten lebt. Es könnte ja auch absacken, es können tote Organismen, wir wissen, dass teilweise viele tausend von Jahren praktisch die DNA erhalten bleiben kann, wenn sie entsprechend gebunden ist. Also man weiß damit immer noch gar nicht, was nachher wirklich dort lebt. Und da haben wir praktisch jetzt zum Beispiel diese Reise mit der neuen Sonne praktisch benutzt, um in diesem Bereich zu schauen, ob wir rauskriegen, was praktisch wirklich an kleinen Organismen in diesen Tiefen auch lebt. Die Geologen waren besonders fasziniert. Hier ist eine Drätsche praktisch, die über den Boden gezogen wird, also in diese Richtung wird die gezogen. Da sind dann zwei Netze enthalten, mit denen man zum Beispiel kleine Krebschen, die über dem Boden sind, fängt, um auch so viel Material zu haben, dass man auch die Diversität gut untersuchen kann. Da kann man nicht mit einem einzelnen Greifer, das ist viel, viel zu wenig Material, was man kriegen kann. Und bevor diese Drätsche, so heißt das, praktisch über den Boden gezogen wird, lässt man sie immer eine Weile ruhen, damit praktisch kein aufgewirbeltes Material dort zu sehen ist. Und der Nils Brenke hat hier Kameras angebracht, sodass wir dann auch über längere Zeit Stills praktisch von solchen Regionen hatten und sehen konnten, in welcher Dichte in einigen Regionen Manganknollen auftreten oder hier auch Haarsterne, Seegurken, all solche Dinge haben wir dort auch gesehen, sodass man auch von der Abundanz her gar nicht denken würde, dass die größeren Organismen in so niedriger Konzentration da sind. Je mehr man Videoaufnahmen auch von diesen großen Tiefen hat, desto mehr wissen wir auch, dass eigentlich die Netze nur einen Bruchteil von dem noch oben gebracht haben, was wirklich dort vorhanden ist, weil natürlich eine große Scheuchwirkung da ist und normalerweise in diesen Regionen die Organismen ja sehr genau praktisch Veränderungen registrieren können, weil normalerweise ja gar keine Störung
in diesem Bereich vorhanden ist. Und das, was wir also als wesentlichen Punkt dort gemacht haben, ist, dass wir in einem Tiefseegraben das erste Mal, dass praktisch aus so großen Tiefen mit dem deutschen Forschungsschiff solche Proben genommen werden konnten, weil diese neue Sonne praktisch so ein großes Tiefseekabel hat. Dort waren wir, nachdem wir, hatten wir hier auf 8.339 Meter dann glücklich Proben nach oben geholt. Das war gar nicht so einfach, denn wir hatten schon lange darauf entgegengefiebert, dass wir die Proben nehmen können. Und dann 10 oder 20 Meter über dem Grund mit mal versagte die Winde. Aber das war nachts um 3 irgendwann, wir waren alle ganz aufgeregt. Und dann haben wir gedacht, okay, die Expedition ist zu Ende und hat alles nicht geklappt. Aber dann war der Kapitän zur Stelle und Bootsleute und innerhalb von 2 Stunden war alles repariert. Also musste erst am Morgen nochmal Kontakt mit der Werft aufgenommen werden. Und diese Proben haben wir dann praktisch, um zu wissen, was wirklich an Leben in der Tiefe da ist, diese Proben haben wir dann praktisch geschnitten. Die Kerne wurden ganz schnell aufbereitet, das Überstandswasser gewonnen und in Kulturflaschen überführt. Und wir hatten das Glück, weil wir mit 4 Personen da waren, zwei Alex und Dennis hier, konnten wir sofort praktisch ans Mikroskop gehen und innerhalb von einer halben Stunde ungefähr wenigstens die Sachen uns lebend angucken. Wir konnten steril arbeiten, sodass wir also auch kultivieren konnten, was tatsächlich aus den Proben stammte. Und wir haben daneben auch fixiert natürlich und für molekularbiologische Methoden inkubiert und unter anderem hier dann eine große Kultursammlung aufgebaut. Hier sehen Sie so ein Tierchen aus einer von diesen Flaschen hier, mit einem kleinen Flagellum vorne und Plasma drumherum. Und wir haben auch die Möglichkeit gehabt, praktisch sofort diese Kulturen auch unter Druck zu setzen. Inzwischen können wir sogar unter Druck die Tiere uns angucken, bis auf 500 Bar, sodass wir sehen können, welchen Einfluss der Druck auf die Organismen hat. Da gibt es immer noch ein bisschen Nudeleien, aber wir hatten heute gerade mit den Kulturen, die wir mitgebracht haben, da ganz schöne Erfolge. Das sind solche Druckbomben, die man, wenn keine Luft da drin ist, ist das gar nicht so dramatisch kompliziert. Aber trotzdem ist das natürlich immer wieder ein bisschen Nervenkitzel. Wir haben also versucht, so mit ganz verschiedenen Methoden praktisch uns dem Beschreiben der Diversität dort anzunähern, eben nicht nur molekular zu arbeiten, sondern auch direkt praktisch zu zählen, aber dann auch zu kultivieren, sodass man weiß, okay, da ist tatsächlich lebendes Material, das ist nicht irgendwie tote DNA, die an irgendwelche Partikel gebunden ist. Und wir haben auch versucht, dann einzelne Kulturen auch wieder unter Druck zu setzen, um nachher rauszukriegen, ob diese Organismen denn tatsächlich unter Druck leben können. Sonst ist es vielleicht auch bloß eine Zyste oder ein Dauerstadium, was aus dem Oberflächenwasser praktisch in die Tiefe gekommen ist. Ja, und dann fragt man sich, gibt es da auch Ungeheuer oder extreme Formen? Und das ist so ein Beispiel, was ich dann immer in dem Falle zeige. Das ist Willi, der Ruderer, wurde der von der Mannschaft dort getauft. Auch aus 2000 Meter Tiefe hier im Mittelmeer isoliert beispielsweise, der also hier so kleine Fangarme hat und praktisch ein verstärktes Pseudopodium, das ist ganz offensichtlich benutzt, um zwischen den Sandkörnern hin und her sich zu bewegen. Also ein bisschen was Besonderes haben wir auch. Und was für uns eben ganz besonders wichtig war, dass wir Organismen direkt lebend, ohne dass sie kultiviert waren, sondern dass wir sagen können, okay, die sind jetzt wirklich dort unten aktiv, das ist so ein Fabomonas-Flagellat, der also direkt aus der Tiefe, aus 6000 Meter Tiefe praktisch nach oben gekommen ist. Und was unter anderem auch spannend, für uns zumindest spannend ist, vielleicht können Sie verstehen, dass das auch spannend sein kann, Frank Nietzsche hat Untersuchungen gemacht, die Arktis und Antarktis zu vergleichen. Da könnte man denken, dass da sehr schön unterschiedliche Populationen an Organismen zu finden sind, die separiert sind durch die großen ozeanischen Regionen dazwischen. Wir haben uns im Wesentlichen hier Choanoflagellaten angeguckt, die so ein Silikatskelett haben und dadurch morphologisch auch ganz gut zu unterscheiden sind und dadurch kann man Morphologie und Molekularbiologie ganz gut Übereinstimmung bringen. Und es sind nie praktisch in der Tiefe diese Choanoflagellaten gefunden worden, in der Oberflächenwasser könnten diese kaltadaptierten Formen praktisch nicht verdriftet werden, weil sie einfach bei 15 Grad praktisch nicht mehr leben können, sodass sie eigentlich getrennt sein müssten. Jetzt haben wir aber eben in 5000 Meter Tiefe hier zum Beispiel so einen, wenn man genau hinguckt,
kann man sehen, wenn man ein bisschen geübt ist, dass da so ein Silikatskelett ausgebildet ist, sodass wir also wissen, okay, die können über die Tiefe ganz genauso zwischen den Polen hin und her getrieben werden, sodass das auch erklärt, warum wir genetisch zum Beispiel keine Unterschiede gefunden haben. Ja, und in den Lebensformtypen findet man bei diesen kleinen Organismen in der Tiefe genau das, was wir eigentlich woanders auch finden. Wir finden zum Beispiel Filtrierer, das ist hier so ein Schoanoflagellat, der so einen Kragen hat, wo praktisch die kleinen Bakterien, die können sogar Viren aufnehmen, auch hier direkt aus der Tiefsee. Oder hier der nächste, mal gucken, ja, jetzt geht es an. Hier haben wir so einen, der trägt den hübschen Namen Cafeteria hier, der sitzt auf einem Flagellum und strudelt sich das Wasser, die Bakterien vor allen Dingen auch zu. Hier können Sie sich vorstellen, warum der Cafeteria heißt, weil es so eine Kaffeetassenform hat, die also dann einzelne Bakterien sich zustrudeln. Oder hier einen, der praktisch einzelne Bakterien wegfrisst, so Runchomonas heißt der, Runchomonas nasuta, doppelt gemoppelt, der hier praktisch richtig angeheftete Bakterien, noch eine aus der Tiefsee. Oder hier als nächstes eine Euglenide. Die meisten Eugleniden sind gar nicht in der Schule. Bringt man ja mal die Euglena gracilis als Modellorganismus, aber die allermeisten, zwei Drittel aller Eugleniden haben gar keinen Chloroplasten. Wie der hier zum Beispiel, der auch aus der Tiefsee stammt und der Bakterien aufnimmt, in einem Pharynx unterbringt. Und dann gibt es sogar solche Formen, die lauern praktisch, die hier ausgebreitet ein Netzwerk von Pseudopodien haben mit kleinen Extrosomen, das sind so Fangorganellen, und Sie sehen, diese arme Flagellat wird hier wird festgebunden und aufgenommen und in kurzer Zeit verspeist. Also all diese Dinge finden wir dort auch. Ja, und dann interessant und dann besonders auch wertvoll in der Hinsicht zu wissen, ob diese Tiere tatsächlich auch in der Tiefsee leben. Wenn man das mit Organismen macht, mit größeren Organismen, die nur in der Tiefsee leben, wie das hier bei einzelnen Asseln ist, die haben ein bisschen gelitten beim Heraufholen, wie Sie sehen, da fehlen einige Beine, aber Sie sehen hier dran Glockentierchen, wie man das vielleicht von Wasserflöhen oder so etwas auch hier bei uns in den Teichen kennt, so etwas gibt es also auch in der Tiefsee. Die Dinge sind also gar nicht so viel anders wie das, was wir auf Oberflächenwasser finden. Und wie gesagt, im Druck findet man, dass sie angepasst sind, aber sie können, die meisten Arten können auch unter, wahrscheinlich vermuten wir zumindest, das trifft für Bakterien auch zu, dass ein Großteil der Arten auch ohne große Druckexposition leben kann, aber wahrscheinlich eben unter den Druckbedingungen, das ist etwas, was wir in Zukunft untersuchen wollen, unter den Druckbedingungen eben einfach kompetitiver sind. Und dann zum Schluss vielleicht noch etwas, worauf ich aufmerksam mache, auch wieder so ein Highlight, was wir da auf Bord hatten. Wir haben nämlich in einem Korer, haben diesen Durchmesser ungefähr, mit mal Algen gefunden. Algen in 5000 Meter Tiefe. Völlig verrückt. Es gibt solche Berichte zwar in der Literatur, aber schon in so einem Korer, da müssten da unten theoretisch ganz viele von den Algen sein. Da haben wir gesagt, wenn das der Fall wäre, dann hätten wir mit mal eine ordentliche Energieversorgung in der Tiefe und brauchen nicht die Walkadaver. Da gibt's, haben Sie vielleicht auch, nein, die brauchen wir, die wollen wir nicht als Kadaver haben, aber da gibt es viele Untersuchungen, dass die toten Wale eben dann so ganz wichtige Hotspots praktisch für Aktivität von Organismen sind. Diese Alge hier, das ist eine Braunalge und gehörte, das haben wir schnell rausgekriegt, zu Sargasso, so eine Braunalge, die im oberflächlichen Wasser schwimmt. Und dann haben wir einfach geguckt nach draußen, wie groß sind denn die Teppiche von diesen Algen, die hier schweben, und zwar mitten im Ozean, und zwar viele tausend Kilometer entfernt von der nächsten, vom nächsten Litoral. Das ist Sargassum, zwei Arten, Fluitans zum Beispiel, die sich dort im Oberflächenwasser schon seit Jahrtausenden, wahrscheinlich noch viel länger, angepasst haben an das Leben im Freiwasser, die Auftriebskörper haben, wie man hier sieht, und die verwandte Arten haben, die im Litoral leben, als Braunalgen, wie auf Helgoland und so weiter, überall zu sehen. Und mit dieser kreisförmigen Oberflächenströmung strömen praktisch diese Sargassum, vor allem hier in der Sargassosee, aber sie strömen praktisch weiter bis zu den Azoren. Und genau in diesem Bereich sind wir praktisch mit dem Schiff längs gefahren, hatten dadurch die Möglichkeit, das Sargassum auch wirklich mal zu fangen.
und auch in verschiedenen Stationen zu untersuchen. Das ist so ein klassisches Bild, man weiß das schon sehr gut, dass diese Lebensgemeinschaften, die sich da bilden, sogar ganz speziell an diese Sargassum angepasst haben. Hier, das ist eigentlich die eigentliche Alge und dann sogar so ein Krötenfisch und verschiedene Pflanzen. Und das ist zum Beispiel, das haben wir selbst nach oben geholt und dort ist zum Beispiel die Garnele, würden Sie jetzt auch nicht so schnell sehen. Ne? Die sind also enorm gut angepasst. Und angepasst an das Leben im Pelagial gibt es die Doraden beispielsweise. Viele andere Organismen haben sich an diese Dinge angepasst. Nur man ist immer davon ausgegangen, dass die praktisch an der Oberfläche schweben. Hier zum Beispiel noch ein Bild, das ein Kollege von mir dort ein kleines Video dort geschossen hat mit den Doraden. Und wir haben uns die Sachen angeguckt und sind nicht nur mit größeren Organismen belebt, sondern natürlich auch mit unseren kleinen Organismen. Und jetzt könnte es natürlich sein, wenn diese Sachen nach unten sedimentieren, dass die praktisch ganz stark damit auch zur Besiedlung praktisch von der Tiefsee beitragen. Wir haben also wieder unseren Stammbaum hier. Ganz viele von diesen Organismen, will auf die einzelnen nicht eingehen, auch tatsächlich auf diesen Algen praktisch auch gefunden. Und wenn man praktisch ins Wasser schaut mit der Kamera, dann sieht man es stümperhaft gegen das, was wir schon heute gesehen haben, aber man sieht wenigstens, denke ich mal, wie die praktisch treiben, dass auch nicht alle an der Oberfläche sind. Und man erahnt schon, dass hier einige von diesen Partikeln hier keine Auftriebskörper mehr haben und nach unten sacken. Und dann haben wir Folgendes gemacht. Dann haben wir Bilder ausgewertet hier von der Drätsche. Und da sieht man tatsächlich auch von der Drätsche, hier sieht man überall Makrophyten in der Tiefe, auf 5000 Meter Tiefe. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt müssen die Geologen mal ran, die mit ihrem AOV praktisch den Meeresboden abscannen. Die hatten auch eine Kamera an Bord. Ich sage so, ob sie nicht bitte auch Fotos machen können. Und die haben uns Fotos gemacht, die quantitativ auch auswertbar sind. Und so haben wir auch die Möglichkeit, das mal zu quantifizieren. Und das ist zum Beispiel auch was Spannendes. Oder wenn wir das weiterverfolgen, kann man sich vorstellen, dass dort also noch ganz viel höhere Einträge Energie in die Tiefsee sind, als wir früher dachten. Und wenn wir dort also höhere Abundanz von Organismen finden, müssen wir uns dort nicht wundern. So, dass also Sedimentation sicher zu einem Großteil auch mit zu diesem großen Nahrungsgewebe beiträgt oder zu diesem auch diversen Nahrungsgewebe. Und damit bin ich am Schluss, ich hoffe nicht zu lange das gemacht habe, und wollte vor allen Dingen nochmal zum Schluss darauf aufmerksam machen, dass man sieht praktisch wie eng, praktisch auch selbst in der Tiefsee auf 5000 Meter, das mit der Oberfläche verbunden ist. Und dass, wenn wir an der Oberfläche was ändern, wir natürlich das, auch den Meeresboden schon mit verändern. Der pH-Wert des Meeres ist schon heruntergegangen, nachweislich. Man guckt nach den Mikroplastikpartikeln, die praktisch jetzt auch schon in der Tiefsee angekommen sind. Also dramatische Dinge, die wir alle schon vollführen. Ich hatte das Glück, dass ich einmal auf einer Expedition wirklich mal auf diesem Glück, in Anführungsstrichen, aber an diesem heißesten Pol dort, wo die ganzen Tornados entstehen, praktisch vor Asien, praktisch zwischen, also vor den Philippinen beispielsweise, da findet man bis in 150 Meter Tiefe hat man noch 25 Grad Celsius, also unvorstellbar warm. Da kriegt man richtig das Gefühl, 31 Grad an der Oberfläche, was schon tödlich ist für Korallen beispielsweise, schon zu warm ist. Das sind alles so Dinge, die, wo man bei solchen Dingen natürlich dann auch noch einen ganz anderen Blick dafür kriegt und ihnen vielleicht auch nochmal einen Denkanstoß geben kann. Und damit möchte ich mich bedanken. Es sind natürlich immer ganz viele Leute, die daran teilnehmen. Und das untere sind Leute natürlich, die dort auch direkt daran beteiligt waren. Vielen Dank.